Wir befinden uns auf dem Marsch der Beerdigung. Wir hoffen, dass sich hinter uns noch welche anschließen, weil andere feiern heute den Tag der Einheit, aber wir sagen, am Tag der Einheit wurde das antifaschistische Deutschland in der Nacht beerdigt und wollen das wieder mehr ins Bewusstsein rücken. Heute ist Tag der Beerdigung. Ja, genau. Das Antifaschistische. Schönen guten Morgen. Alles klar. Ja. Und meine Flüstertüte hat gestern repariert und heute funktioniert sie doch nicht. Ihr seid treue Seelen. Ja. So. Extra Schauerflur am Auto hängt an der Tele. Mhm. Wir haben schon ein paar Leute angesprochen, warum wir das machen. Aber du bist auf eine Zustimmung, wir sind ja kein Leute da. Gab es nur verspitztes Lächeln. Entweder war es positiv gemeint oder negativ. Ich sehe mein Lächeln immer als etwas Positives. Ja. So, sonst hätte man wirklich das Lächeln. Ja, das ist schön. Damit gehen wir durch. Da waren wir sowieso. Solche Orte gibt es bei uns auch. Die gibt es aber vollständig. Ja, sagen wir mal so. Und er hat uns ja auch, man muss ja auch immer sehen, was sich alles getan hat. Hier genau. Und diese Stadt ist so ein Beispiel dafür. Ja. Aber ich muss immer sagen, wir haben eigentlich ihr politisches Schicksal. Gut, dass der DDR kein Geld hatte, diese Stadt abzureißen. Mhm. Okay. Und nach der Wende haben die Polen die Gutnagel aus dem Westen. In der Beerdigung des antifaschistischen Deutschlands. Und das war die DDR. Ja. Und das ist heute für uns der Anlass zu sagen, und wenn wir wussten, zu drei, vier Leute auf das Handeln, wir probieren es mal, wie die Leute reagieren. Ja. Wir haben bis jetzt auch gute und interessante Gespräche gehabt. Und wichtig ist, wie gesagt, das antifaschistische Deutschland wurde beerdigt und damit wurde auch der Faschismus wieder realisiert. Und es gibt nicht umsonst das Gerichtsurteil, dass man dem Björn Höcke, andere sagen Bernd, der heißt aber Björn, das ist ein norddeutscher Name, dass man den offiziell auch als Faschisten bezeichnen darf. Das ist ein Gerichtsurteil. Ja. Ne? Ja. Und jeder wird wahrscheinlich mitgekriegt haben bei Berlin direkt, wie der Höcke dort aufgetreten ist und sein Pressesprecher. Und er hat sich ja dort komplett entlarvt. Ja. Ne? Deswegen wurde ja das Interview abgebrochen. So, und wir möchten heute ein bisschen aufmerksam machen, dass eben es auch noch zwei, drei Handlungen gibt, die anders denken. Aber wir wissen, dass es nicht nur zwei, drei Handlungen sind. Es gibt Tausende, die anders denken. Ja. Und die Tausende, die anders denken, das sind die Andersdenkenden, wie zum Beispiel Rosa Luxemburg gemeint hatte, als sie von den Andersdenkenden gesprochen hat. Die Andersdenkenden, das sind die einfachen Leute, die ihr Geld mit eigenen Händen arbeiten, erwirtschaften müssen. Nur, dass in dem Staat auch eine ganze Reihe von Leuten, wenige, ich möchte nicht fotografiert werden. Gut. In diesem Staat ja nun die Funktionäre. Ja, ich bin mit dem Ton. Dass die Funktionäre eindeutig nicht den Antifaschismus zwar behauptet haben, aber nicht danach gelebt haben. Das müsst ihr zugeben. Nicht also. In allen Ehren, aber... Das wird teilweise auch so gewesen sein. Ich meine, wir sind die Letzten, die das bestreiten würden, aber es ist ja nicht nur so gewesen. Ne? Nein, das ist ja egal. Trotzdem danke. Ja, vielen Dank. So sehen Sie das, Beerdigung der DDR. Es ist das antifaschistische Deutschland. Das antifaschistische Deutschland wurde beerdigt. Wir sehen uns das anders vorstellen können. So langsam ablaufen. Ich hätte mir vorstellen können, wenn die Bundesrepublik auch sozialistisch geworden wäre und die DDR wieder sozialistisch geworden wäre. Denn Sozialistik war ja wohl nur eine Vorstufe des Kommunismus. Wir wollten ja ein bisschen mehr Gerechtigkeit als Sozialismus. Seit gestern reden die Medien auch schon wieder von Kommunismus, obwohl wir die da gar nicht hatten. Das ist ein geschichtlich ganz weiter Schritt, der dazu gehen ist und dazu gehören viel, viel mehr Sachen zu. Dazu gehört die Frage. Ja, aber das Ziel war ja dann, dass wir irgendwo. Dazu gehört die Frage mit, welche Denkweise es vorher schon, die Denkweise der Herrschenden oder die Denkweise der einfachen Leute. Wie wird auf die Denkweise der einfachen Leute reagiert? Wie wird mit den Vorschlägen der Leute umgegangen und viele, viele, viele mehr. Aber das finde ich nur ungerecht. Ich hätte ja in Ordnung, wenn Sie sagen, hätte die DDR sozialistisch lassen können, die Bundesrepublik kommunistisch und hätten wir ja gesehen, wie die zueinander finden. Das wäre doch eine Idee gewesen, oder? Ich bin vom dritten Weg. Dem ist aber jetzt nicht der Weg, sondern das Problem ist, wie kann man die vielen Ideen, die in den Köpfen der Menschen sind,
aufgreifen, positiv verarbeiten für eine künftige Gesellschaft. Nach meinen Begrifflichkeiten ist es der Sozialismus, manche würden es Humanismus nennen, aber das gehört auch dann mit rein. Sozialhumanismus. Ja, das ist auch so ein schönes Wort. Schöne Worte. Ja, und Honecker hat ja auch die DDR in die Farben der DDR erfunden. Da habe ich ja damals so wahnsinnig Kritik dran gehabt, weil das die Bundesrepublik die Fahne war, die da oben hin. Und viele, viele solche Kleinigkeiten. Wie leben Sie jetzt damit? Ich bin jetzt normaler Altersrentner, ich habe meine Rente. Ne? Zwar nicht in der Höhe, die ich eigentlich hätte kriegen dürfen, aber ich habe Zeit, mich nach wie vor mit Politik zu beschäftigen. Das ist wichtig, dass man den Glas ab und zu mal vernünftige Bücher streckt und nicht bloß die Bildzeitung liest. Was sollte man lesen? Man sollte das lesen, was einen interessiert und nicht, was in einer Aufdrängung will. Ich lese zum Beispiel jetzt im Moment aktuell das Buch von Ilan Krenz, Die Deutschen und die Russen. Ein hochinteressantes Buch. Wenn man das sieht, da kann man die Tage ausraufen und so weiter. Da sagt man sich, da kann alles nicht wahr sein, was da im Hintergrund gelaufen ist. Warum haben die uns darüber nicht informiert? Warum haben die uns nicht danach informiert? Nee. Also nach das Buch ist ja jetzt einfach gut. Warum hat man uns nicht informiert, was uns in der DDR tatsächlich für Probleme gab? Ne? Warum hat denn die Bevölkerung was vorgemacht? Warum hat man den Leuten vorgegaukelt, dass sie jetzt ja wirklich nicht obwohl gar nicht marschiert ist. Marschiert sind sie in der höchsten Paradegruppe. Also sie sind dann gegen den Sozialismus und gegen das Kapitalismus. Ich bin grundsätzlich gegen Faschismus und gegen Kapitalismus. Weil der Faschismus und Kapitalismus sind. Und deswegen muss man auch dementsprechend... Mit Schlagworten. Es sind nicht nur Schlagworte. Müssen wir schon mal was dahinter steckt. Es sind schon Taten, die gemacht werden, zu verschlechtern. Ne? Wir sind schon ziemlich weit wieder. Das ist auch der Anlass, weshalb wir heute am 3. Oktober hier sind. Aber nochmal die Frage, warum ist es denn schiefgegangen? Warum ist es schiefgegangen? Ja, ich könnte jetzt voll scheiße sagen, weil der Sozialismus verraten wurde. Aber das ist keine Antwort in dem Moment. Vielleicht war der Sozialismus schiefgegangen ist er eigentlich deswegen, weil gegen die Prinzipien des Sozialismus verstoßen worden sind. So, das war der demokratische Zentralismus, das war die sozialistische Demokratie, das war die Frage der Gewerkschaftsarbeit, da hilft mir jetzt das Gewerkschaftshaus, da kriege ich heute noch graue Haare, wenn ich dran denke, und viele, viele Sachen mehr. Und in der Summe, sage ich, kommt dann das Wort Verrat raus. Wir sind verraten, verarscht worden und verkauft worden. Und beiden Systemen. In beiden Systemen. Ja, nochmal bei dem alten System, wer waren die Verräter dann? Die herrschende Klasse. Nee, das war nicht die herrschende Klasse, das war die herrschende Oberschicht. Ich sag das immer, die Speckschicht. Ja. Jeder Koch würde sagen, Speckschicht ist immer oben. Speckschicht ist hier wie dort. Ne? War doch eigentlich, ist doch in jedem System so, dass sich irgendwo eine Speckschicht bildet. Jetzt sind wir bei der Ostsee-Zeitung und keiner ist da. Wir sind die letzte, nein, wir sind nicht die letzte Garde. Wir sind die zukünftige Garde eines Deutschlands, was sozialistisch ist, was humanistisch ist, was antifaschistisch ist und was vor allem keine Kriege führt und was menschenfreundlich sein wird. Mehr muss man nicht mehr sagen. Wir begeben uns jetzt gemeinsam zum sowjetischen Ehrenmal. Wir halten es für unsere Pflicht, auch am heutigen Tage dort vorbeizuschauen. Ach, Kamera an. So. Läuft. Ja. So, ohne den Sieg der Roten Armee im Zweiten Weltkrieg wäre der Hitlerfaschismus nicht zu stürzen gewesen. Darum sind wir dankbar, immer noch den sowjetischen Soldaten und Freunden, die Deutschland vom Faschismus befreit hatten. Ohne Hilfe der Sowjetunion hätte es auch die DDR als antifaschistischer Staat nicht gegeben. Auch dafür sind wir dankbar. Und dafür müssen wir uns auch nicht schämen. Und deswegen gehen wir auch heute an diesem Tag, als die DDR ermordet wurde und das
antifaschistische Deutschland verschwand auch zu diesem Ehrenmal, um den sowjetischen Freunden zu grüßen. Erregt zu haben, weil, wie gesagt, heute der Tag ist, als das antifaschistische Deutschland ermordet wurde. Und daran muss man erinnern, weil damit auch der Faschismus in der Bundesrepublik wieder rehabilitiert wurde. Und ich wünsche uns allen noch einen schönen Feiertag, auch wenn es nicht unser ist. Aber einen Grund zum Trinken gibt es ja bestimmt immer, und das glaube ich. Und?